Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Herzlich willkommen zu einem, ich nenne es einfach mal, ja, Week in my life as a 24-jährige Business Ownerin. Ich sage immer gerne mein Alter dazu, um zu verdeutlichen, dass vieles auch echt noch Learning by Doing ist und ich keine jahrelange Erfahrung habe und kein jahrelang erfahrener Professional bin. Aber das ist doch auch das Spannendste zu sehen, oder? Wenn Leute schauen, was funktioniert und was nicht und man dann halt daraus lernen kann. Ich möchte euch durch den Alltag mitnehmen. Ich möchte euch so typische Aufgaben zeigen, besondere Aufgaben. Ich möchte euch zeigen, wie das Leben ist, wenn man so jung schon Chefin ist. Also ich habe mittlerweile 2 Mitarbeiterinnen und es ist ja schon ganz interessant, wie das ist. Und aktuell ist es halt so mein eigenes Team, was so wächst, was super spannend und aufregend ist. Und der Umgang damit ist vielleicht auch ganz interessant. Ich möchte euch gerne so behind the scenes mitnehmen von Sachen, die ich euch zeigen kann und darf. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Machen wir mal einen kleinen Überblick über das, was ich eigentlich mache. Man kann sagen, dass es mittlerweile alles aus 3 Säulen besteht. Die erste Säule ist Content Creation und Kooperation. Also das ist die typische Tätigkeit als Influencerin. Also Content machen für YouTube, TikTok, Instagram. Das Ganze schneiden, hochladen, Texte schreiben, Stories machen und dann Kooperation. Also dafür habe ich ein Management, die quasi Kooperation an Land holen und neue Partner anschreiben und verhandeln und Verträge machen und so. Das ist auch erst seit Anfang des Jahres. Sonst habe ich das also die ganzen letzten Jahre selber immer gemacht. Das sind dann halt so Produktplatzierungen, die ich in YouTube-Videos oder auf Instagram oder so integriere. Von Produkten, wo ich mir ja relativ sicher bin, dass es gut zu meiner Zielgruppe, also zu euch passt und interessant für euch ist oder dann freut, wenn ihr einen Rabatt oder so bekommt. Säule Nummer 2 ist Missaliana Trips. Das ist mein Baby-Reiseveranstaltungsunternehmen. Das mache ich jetzt seit 2,5 Jahren. Die Idee kam damals, weil ich mir dachte, ich würde super gerne selber eine Reise buchen, wo ich weiß, da sind Leute in meinem Alter, also so in den 20ern im Durchschnitt. Und mit Leute meine ich vor allen Dingen Frauen. Und wo man dann ein cooles Programm hat, wo alle total offen sind und keine Klickenbildung oder keine Lästereien, kein Saufen. Und da ich sowas nicht gefunden habe, also was ich weiß, ist, es gibt einzelne verschiedene Retreats zu bestimmten Themen. Also es gibt Yoga-Retreats oder es gibt Surfcamps oder es gibt für, ja, besonders Jugendliche oder Studenten oder so, gibt es dann halt auch diese Partyreisen. Aber das, was mir gefehlt hat und was ich halt festgestellt habe, was meinen ganzen Kundinnen gefehlt hat, war halt das, was ich ja gerade erklärt habe. Deswegen Missaliana Trips, wo ich Girls Trips anbiete. Aktuell eine Variante davon nach Spanien in einer großen Villa mit Pool und unglaublich tollem Programm. Da habe ich mittlerweile auch so meine Helferbienen, die gut eingearbeitet sind und einen tollen Job machen, um diese Reise halt so toll wie möglich zu machen. Da sind wir halt jetzt gerade in den Vorbereitungen für 2025 und aktuell vor allem in der noch Verbreitung im Marketing und so. Bei der Reise an sich, in die intensivere Reisevorbereitung, geht es dann halt erst, sobald wir denen nahe kommen, also nächstes Jahr im Sommer. Und dann die dritte Säule wird mein neues Baby. Ich werde den Namen, glaube ich, noch nicht sagen. Ich weiß nicht genau, wann dieses Video online geht. Aber ich werde es bald alles announcen auf Instagram und so, wie das Ganze dann heißt. Aber es soll quasi überdachen, was ich nämlich sonst noch so mache. Es gibt noch ein paar andere coole Sachen, die ich zwischendurch immer mal wieder angeboten habe oder die ich jetzt anbiete. Und die sollen alle unter ein Dach kommen. Das soll alles unter einem bestimmten Namen laufen und so. Und zwar soll da unter anderem, also was ich euch jetzt schon sagen kann, halt zum Beispiel die Dance Intensives rein. Was ich da nämlich jetzt anbiete, sind Dance Intensives für Beginner oder halt für Mittelstufe. Ich arbeite dran, Leute, I promise, ich arbeite dran, dass Mittelstufe auch im Intensive bekommt im Frühjahr 2025. Denn ich habe ja selber als 20-Jährige mit Tanzen erst angefangen. Würde sagen, dass ich in den ganzen Jahren schon beweisen konnte,
dass es nie zu spät ist, ein neues Hobby anzufangen. Es hat einfach so viel Anklang gefunden, dieses Thema, weil ich so viele Berichte von so vielen Leuten habe, die mir schreiben, danke, dass du mir Mut gemacht hast, deinetwegen habe ich mit Tennis angefangen oder habe ich meine erste Eiskunstlaufstunde oder was auch immer. Und ich finde es einfach viel zu traurig, dass sie denken, dass das nicht mehr geht in dem Alter. Und deswegen gibt es zum Thema Tanzen halt jetzt Dance Intensives. Übermorgen geht's los mit dem ersten. Also ich habe jetzt aktuell 3 ausgebuchte Intensives, 1 im Oktober, 1 im November, 1 im Januar. Ich habe ganz tolle Lehrerinnen. Ich werde selbst auch ein paar Stunden dort unterrichten. Ich habe ein tolles Programm. Ich habe also tolle Sachen geplant. Das nimmt gerade den größten Teil meines Lebens auch ein. Denn ich versuche jetzt auch wieder neue, weil es ist ja die ganze Zeit ausgebucht. Also ich versuche für Februar und März irgendwie noch mindestens 2, 3 noch veranstalten zu können. Und da muss man mit Locations schreiben, mit den ganzen Anbietern, mit denen da, wo ich den Überraschungsabend veranstalten möchte. Mit den Lehrern muss es passen. Und das ist alles nicht so leicht. Das ist so eine bisschen komplizierte Bastelarbeit. Das ist also die grobe, große, ja, Overview. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal rein. Und ihr werdet dann ja im Laufe des Videos sehen, was so passiert, was abgeht. Ich war beim Recyclinghof, ich habe Marcel zum Bahnhof gebracht. Ich bringe jetzt noch Bücher zu so einer Bücherspende. Und dann bringe ich mein Auto in die Werkstatt, um eine HU zu machen. Und dann legen wir richtig los. Was ich am allerschönsten an meinem Job finde, ist, dass ich so nah an meiner Zielgruppe dran bin. Denn was ich finde, was öfter problematisch sein kann bei Unternehmern, die ähnliche Angebote oder so haben, ist, dass sie oftmals zu weit weg von der Zielgruppe sind oder eventuell keine Mitarbeiter haben, die nah an der Zielgruppe sind und manchmal die Connection dazu verlieren, was diese Leute sich eigentlich wirklich wünschen. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich eine sehr extreme Nähe habe zu dem, was eigentlich wirklich gewollt ist. Was wollen die Menschen? Was wollen die Menschen eigentlich machen? Was fehlt denen? Was wünschen sie sich noch? Hallo? Warum rufst du mich an? Back home. Ich habe jetzt gerade schon ein paar E-Mails geschrieben, um noch ein paar Sachen zu klären für das Intensive jetzt diese Woche. Jetzt werde ich einmal, das ist das A und O bei mir im Alltag, planen, was jetzt passiert in dieser Woche. Ich brauche einmal einen Überblick über alles, was ich machen muss, um einen klaren Kopf zu behalten. Das ist so das Allerwichtigste bei mir, dass ich ein super ausgereiftes, gut funktionierendes Planungssystem habe, denn sonst gehen Sachen unter. Und ich möchte ja immer einen einwandfreien Service liefern, sage ich mal, also sowohl für die Leute, die bei mir was buchen, dass da nichts vergessen wird und sie immer alle Informationen rechtzeitig erhalten, als auch halt bei meinen Abgaben und so. Meine intensive To-Do-Liste steht für diese Woche, aber es fühlt sich richtig gut an. Planung ist echt das A und O, um einen entspannten Kopf zu haben. Machen wir mal ein Paket zusammen auf. Immer wenn ich mit einem Unternehmen zusammenarbeite, senden sie mir Sachen und im Normalfall teste ich sie dann vorher erstmal und entscheide dann, ob ich eine Kooperation mit denen eingehen möchte. Dann gibt es aber natürlich noch langfristige Partner, die ich habe, mit denen ich immer tippitoppi Erfahrungen habe und tippitoppi Rückmeldung von euch bekomme. Und da brauche ich dann natürlich nichts testen, weil ich absolut überzeugt davon bin. Wie zum Beispiel hiervon. Juhu, schon von Captain und Son. Kooperation mit Influencern und dieses ganze Influencer-Marketing ist ja wirklich ein teilweise heikles Thema. Also ich weiß, es gibt dann zwischendurch auch mal so Hate-Wellen, die manche Influencer bekommen für bestimmte Unternehmen, mit denen sie zusammenarbeiten oder so. Es ist einfach total crazy, wie sich das die Welt entwickelt hat, dass vermeintliche, ja, mehr Privatpersonen als Celebrities modeln für Unternehmen. Die Produkte in der Story vorstellen ist ja eigentlich auch nichts anderes, als wenn man, also es ist ähnlich, wie wenn man ein Model für eine Kampagne bucht. Und das ist alles total aufregend und spannend. Allerdings muss man natürlich auf so ein paar Sachen auch achten. Also ich habe da auch schon schlechte Erfahrungen mit manchen Unternehmen gemacht. Und ich möchte natürlich alles immer so authentisch wie möglich für euch gestalten und auch so sinnvoll wie möglich. Oh mein Gott! Boah, auf die Tasche hatte ich schon so lange ein Ei. Nice.
Was ich euch dann später auch noch zeigen wollte, ist, was wir hier so haben. Goodie Bags. Die sind für das Intensive und ich möchte nicht verraten, was da drin ist. Denn es kommen ja noch Intensives. Aber ich habe mir ein paar nette Sachen überlegt, die sie da bekommen. Also ich hoffe, sie freuen sich. Das Auto von meinem Freund einstellen bedeutet... Ich fahre jetzt ins Gym. Wie schon erwähnt, gebe ich ja in dem Dance Intensive auch ein paar Stunden Unterricht. Ich will alles nochmal durchgehen. Ich möchte ein paar Sachen nochmal ausprobieren und alles nochmal wiederholen, damit ich auch sehr gut vorbereitet bin. Okay, wir sind da. Jetzt wird erstmal geübt. Und ich musste gerade abbrechen, da war jemand. Jetzt wird geprobt. Ich gehe jetzt hauptsächlich einmal mein Warm-up durch, um selber mein Warm-up zu machen. Und dann übe ich die Choreografie, die ich mir ausgedacht habe. Don't you feel it too? Heartbeat go like boom, boom, boom. When I'm with you. One touch electric. Two flying sparks. Three seconds from seeing stars. Morgen ist im Chaos. Es ist noch ein Tag bis zur Abreise nach Köln. Heute wird mein Drucker richtig, richtig heiß laufen. Ihr seht wieder mein tolles Workoutfit. Ich arbeite vormittags immer gerne einfach genauso, wie ich aufgestanden bin. Und dann mache ich mich irgendwann fertig. Heute wird ganz viel ausgedruckt. Ich habe schon einmal hier den Programmplan fürs Intensive 6-7 Mal ausgedruckt, damit ich den in der Location überall hinhängen kann. Ich werde jetzt noch einmal ein Dokument schreiben für so eine Fotoerlaubnis, Foto- und Filmerlaubnis, wenn man die erteilen möchte oder nicht. Dann habe ich die offizielle Erlaubnis. Dann werde ich Feedbackbögen noch schreiben, dass ich nach dem Intensive, also am letzten Tag, die Leute den ausfüllen können, damit ich halt schauen kann, was kann man anpassen, was kann man ändern, was war schon gut. Man soll ja immer lernen und alles mitnehmen, was man kriegen kann an Feedback. Dann möchte ich noch mal eine aktuelle Teilnehmerliste schreiben für den Check-in, weil es hatte sich zum Beispiel noch jemand angemeldet, so ganz spontan und so. Habe ich halt eine Teilnehmerliste, wenn dann alle kommen, dass wir das abhaken können beim Check-in, wer alles da ist. Und die will ich auch ausdrucken. Und alles ja immer mal die Teilnehmerzahl 40. Auch ein Insight übrigens. Ich habe zum Beispiel Amazon Business. Also ich wusste vorher als Privatperson auch nicht, dass es Amazon Business gibt. Aber da kann man sich dann professioneller Rechnungen schreiben lassen. Man kann in größeren Mengen bestellen. Man kann manche Sachen ohne Umsatzsteuer bestellen, weil das dann B2B halt direkt ist, also von Business zu Business und nicht an Privatpersonen. Ich werde jetzt einmal diese Erlaubnis anlegen, schreiben. Ich werde ein bisschen ChatGPT zur Rate ziehen, aber ich habe auch noch Dokumente, die ich halt fürs Sommerhaus verwende, die von meinem Anwalt damals geschrieben wurden. Das heißt, da kann ich auch ein bisschen was rausnehmen, damit ich da auf der rechtlich sicheren Seite bin. ChatGPT ist sowieso etwas, was ich sehr, sehr, sehr viel benutze. Wenn man weiß, wie man richtig mit ChatGPT spricht, dann ist es wirklich das Beste, was man nutzen kann. Was ich jetzt auch noch machen werde, ist einmal nochmal Werbung zu schalten für Miss Alianas Sommerhaus. Also quasi so bezahlte Werbung. Das, was ihr dann seht, wenn ihr Stories scrollt oder so, als Anzeigen, die dann so reinploppen. Wir sind am Presentable Teil meines Tages angekommen. Ich versuche gerade die Feedbackbögen von beiden Seiten zu bedrucken. Und da mein Drucker das aber nicht kann, muss ich das so manuell reinlegen. Das ist ein bisschen wild. Ich bin wieder on the road. Ich fahre jetzt in Schreibwarenladen und zu Rossmann. Ich brauche eine. Ich wollte mir einmal einen Ordner kaufen, wo ich die ganzen Dokumente reinpacke für das Intensive, also einen Intensive-Ordner, so wie ich das auch für meine Sommerhäuser habe, für vor Ort Sachen. Und dann brauche ich noch ein, zwei Sachen von Rossmann. Also let's go! Ooh.
jetzt mein Auto ab und danach, also ich habe mein Stativ mit, wollte ich eventuell Fotos machen. Ja, es gibt nämlich so eine schöne Stelle, an der bin ich vorbeigefahren mit so richtig vielen schönen Herbstbäumen und da dachte ich mir so, das wäre doch bestimmt schön für Fotos. Ich versuche da immer ganz chillig reinzugehen, aber dann Fotos in der Öffentlichkeit zu machen ist tatsächlich mein, ich arbeite dran, sagen wir so, aber es ist echt unangenehm für mich, das zu machen, obwohl es dafür gar keinen Grund gibt. Like, who cares? Und dann schaut halt jemand und dann rede ich halt mit meinem Handy und so. Das versuche ich mir immer zu sagen und die Stelle, die ich mir ausgesucht habe, ist halt obviously mitten neben der Straße, weil ich das ja nicht ohne Grund gefunden habe. Okay, Leute, wir reißen uns jetzt zusammen und machen jetzt an dieser öffentlichen Stelle Fotos. Es ist doch völlig egal, wenn mich jemand sieht. Das ist nicht peinlich, selbst wenn er das komisch findet. Dann sehe ich die Person ja nie wieder. Also chillen wir jetzt und reißen uns zusammen und machen tolle Fotos. Und wenn ihr das Video seht, dann könnt ihr extra nochmal auf mein Instagram-Profil gehen und die Fotos liken, die ich hoffentlich gleich mache, um mich zu supporten. Und da sagen Leute immer, Influencer sein ist ja gar nicht hart. Leute, seht ihr, wie ich leide? Natürlich ein Spaß. Ich hab's geschafft, Leute. Das war halb so schlimm. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, habe ich diesen Ordner gekauft. Oh mein Gott, ist der nicht schön? Der glitzert sogar. Und ich finde, das schreit nach Tanzen und Fun. I love it. Da gehen jetzt noch die ganzen Dokumente sortiert rein und da muss ich auch noch ein paar Sachen vorbereiten. Ich habe die letzten zwei Tage so ziemlich alles gewaschen, was es in meinem Leben so Waschenswertes gibt. Das werde ich packen. Ich bin schon in meinem wieder Henna Productivity Outfit. Ich möchte mir jetzt auf jeden Fall die ganzen Outfits für die ganzen nächsten Tage zusammenstellen, die ganze Wäsche zusammenlegen und dann packen. Wir haben es jetzt 21.30 Uhr und ich hoffe, ich komme damit schnell durch. Guten Morgen. Ich bin einfach so aufgeregt. Und meine Sachen. Ich habe jetzt hier den Koffer, die Tasche und noch einen Rucksack. Die Sachen sind so schwer. Das wird so anstrengend, immer die Dings hoch und runter. Aber egal, sobald ich im Hotel bin, kann ich ja die ganzen Goodiebags rauspacken. Und dann habe ich auch wieder nicht so gequetschten Platz. Ich möchte eine produktive Zugzeit und ich sage das jetzt hier, um es raus in die Welt zu sagen. Also mir hilft es, um accountable zu bleiben, wenn ich mir offiziell Sachen vornehme. Nicht nur in meinem Kopf, sondern wenn ich sie Marcel erzähle oder laut ausspreche oder so. Das hilft mir dann, on track zu bleiben. Ich würde gerne besonders viel Schnittarbeit im Zug schaffen. Also ich habe mir ein ganzes Videomaterial vom Video, was jetzt Samstag rauskommt, auf mein Laptop geladen, damit ich dann gleich eine Power-Editing-Session machen kann. Was ist das denn? Habe ich von meiner Fußverletzung erzählt. Das wird auch nochmal ein großes Fragezeichen, wie ich das hinbekomme. Denn ich habe meinen Fuß verletzt vor 5 Tagen beim Training. Ja, also mein Knöchel ist dick und tut weh und guck einfach, wie gut ich das alles schaffe. Das ist halt, das ist krass. Krass. Krass, krass. Also ich weiß, dass Jobs krass sind, die auch krass von der Persönlichkeit abhängen. Also ich merke das ja manchmal auch, wenn ich zum Beispiel krank bin oder wenn ich mal Urlaub machen will oder was weiß ich, dass wenn ich nichts tue, läuft nichts in diesem Job quasi. Aber wenn man jetzt einen rein körperlichen Job hat, ne, wie Tänzerin oder Tanzlehrerin oder so, die werden dann ja meistens auch sogar nur bezahlt, wenn sie halt ihren Job machen. Dann ist halt doof, wenn du krank und verletzt bist, ne? Krass.
Mein Respekt an alle physical arbeitenden Menschen. Ich warte gerade auf den Bus. Mein Fuß macht mir echt Sorgen. Der tut schon ziemlich weh. Egal. Ich ziehe das durch. Lass mir nichts anmerken. Irgendwie. Ach, so ärgerlich. Mein Zug hatte eine Stunde Verspätung. Cool. Ja, jetzt schaffe ich es nicht mehr ins Hotel, um mein Gepäck wegzubringen, sondern muss jetzt direkt zur Location fahren, weil ich eine Einweisung habe, nochmal in die ganzen Räume, Schlüssel, wie funktioniert die Musikanlage und so. Jetzt könnte ich auch jederzeit wirklich Teilnehmern begegnen, weil die ja auch alle ankommen im Laufe des Tages. Check, falls ihr mich fragt, wie das mit Mitarbeitern ist. Lara hat gerade was gepostet auf den Miss Ariana Trips TikTok-Account und schickt mir das GIF. Ich sehe so, wie es sich anfühlt, meine eben geposteten Posts als erste zu liken und zu kommentieren. I love it! Bin ich jetzt so eine richtige Oma geworden, weil ich mir meinen eigenen Tee mitnehme im Hotel? Ich versuche jetzt mal an einen Kühlpack für meinen Fuß zu kommen, weil der tut ziemlich weh. Ich habe das Gefühl, kühlen würde helfen. Ja, hallo, ich wollte fragen, haben Sie vielleicht ein... Dann habe ich so einen vegetarischen Smashburger. Ich hatte noch nie Smashburger, was ist denn da anders? Ich habe schon meine Zahnspange drin, deswegen wundert euch nicht, wenn ich komisch rede. Aber wisst ihr, was so richtig verrückt ist? Einer hatte die Idee in einer der Dance Intensive Gruppen, also jedes Dance Intensive hat so eine Gruppe, wo die sich austauschen können. Die Gruppe für morgen, die war heute schon essen mit über 20 Personen, um sich schon mal kennenzulernen, weil jemand die Idee hatte. Das ist so verrückt. Ihr müsst wissen, ich stecke in das alles so viel Herzblut. Und wenn die dann alle, die Personen, die sich in ihrem Leben noch nie gesehen haben, noch nie getroffen, dann kommen die alle in diese Stadt, schlafen hier, gehen zusammen essen und lernen sich kennen. Das ist... What? Einen wunderschönen guten Morgen. Ich kann euch nichts am Tageslicht geben, weil gibt's nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe genau 0 Sekunden geschlafen. Ich habe das Gefühl, ich war die ganze Zeit wach und bin die ganze Zeit aufgewacht und habe wilde Sachen irgendwie in meinem Kopf gehabt. Oh mein Gott. Und los. Also es ist jetzt Mittagspause. Lotte hat schon ihren allerersten Teil gemacht und es war richtig gut. Und gleich habe ich meinen Teil. Ich prepare mich noch mal ein bisschen und dann bin ich ganz gespannt. Tag 1 ist geschafft. Es war toll. Ich bin richtig krass müde. Lotte kommt jetzt noch auf mein Zimmer und dann bestellen wir Essen. Another
Diana the Slay. Ich unterrichte heute nichts, werde aber bei den anderen zuschauen, Fotos und Videos machen. Und ich muss während des Unterrichts einfach super viel erledigen am Laptop, weil morgen kommt ein YouTube-Video online, was in Kooperation mit einem Unternehmen ist. Und das Video habe ich noch nicht mal ansatzweise fertig geschnitten. Da kommt noch einiges auf mich zu. Wahrscheinlich auch eine Late-Night-Session nach dem Überraschungsabend. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, ich schaffe nebenbei heute viel. Aber ich bin sehr gespannt. Die Girls haben nämlich heute zum ersten Mal Female Class. Und das ist ja auch nochmal ein ganz anderer Tanzstil. Und ich bin gespannt, wie sie es finden werden. Lotta unterrichtet gerade Tanztechnik Part 3, glaube ich, mit Sprüngen, also ein paar Sprünge und Drehungen, also so die Basis, wie dreht man eigentlich, wie funktioniert das alles eigentlich. Und ich bin am Cutten, wie wir das endlich erledigt haben. Ready für den Überraschungsabend. Ich habe wieder meinen, ich nenne es Edelnutten, Edelnutten-Outfit an. Ich slay das. Ich habe einen schönen Abend. Ciao. Tag 3. Cheers. Oh, please stay a while. I'll reach up to hold your sunlit face. Feels like a handful of silk now. I'm in your warm embrace. Oh, I hope this feeling lasts till the oceans turn to glass and the world around us turns and fades to black. Together. Ich würde den Workshop auf jeden Fall weiterempfehlen, weil er passend für Anfängerinnen ist und Spaß an Bewegung und Tanzen bringt. Man bekommt Lust weiter zum Tanzen und das Gelernte umzusetzen. Der Kurs zeigt, dass sich jeder in kurzer Zeit weiterentwickeln kann. Die Tanzstile Female und Contemporary wurden toll für Anfänger erklärt. Vielen Dank, dass ihr so etwas auf die Beine gestellt habt. Es ist eine super Erfahrung, seinen Körper völlig neu zu spüren und man lernt viele super liebe Mädels kennen. Es gab eine durchweg positive Atmosphäre, gute Organisation, jeder wurde von seinem Startpunkt abgeholt und mitgenommen. Verschiedene Aspekte, auch die nicht so offensichtlich sind, wie Kraft und Dehnung, wurden behandelt. Ich bin zurück zu Hause. Ich musste erstmal 2 Tage schlafen, als die Anspannung von mir abgefallen ist. Es war auf jeden Fall ein großer Erfolg und ich bin super zufrieden, wie es gelaufen ist. Und ich konnte auch viele Dinge mitnehmen, um die nächsten Intensives noch reibungsloser laufen zu lassen. Ich hoffe, euch hat der Einblick in diesen Arbeitsalltag gefallen. Es ist, wie gesagt, viel, was immer neu ist und gar nicht so regelmäßig ist, weswegen man gar nicht so den einen Alltag zeigen kann. Ich hoffe, ihr fandet das interessant, meine Woche zu sehen. Und zur Feier meines ersten abgeschlossenen Dance Intensive kommentiert doch mal, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, die tanzenden Mädels. Weil das war der Vibe für dieses Wochenende. Fand ich auf jeden Fall richtig toll. Und wenn ich den Emoji in den Kommentaren sehe, dann weiß ich, dass ihr es bis hierhin geschafft habt und im Club der Video ganz schauen Menschen sind. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, morgen, whatever, und ich freue mich, dass ihr hier dabei wart und wir sehen uns im nächsten Video. Bye! Together.